Hallo zusammen, mich hier ist wieder Ojala und ich bin hier für euch in Shadowlands unterwegs und sollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir nur im War Mode hier in Shadowlands abschließen können und das Ganze finden wir unter Spieler gegen Spieler und dann ganz unten unter Welt. Der Erfolg heißt Zoosorgs beeindrucken und für dieses Achievement müssen wir die unten aufgelisteten 4 World Chests insgesamt alle 20 Mal abschließen und das wären einmal Dominanz beweisen, die Samenjagd für die Ehre und Zustand des Verfalls. Das sind PvP-World-Quests und die seht ihr auch nur, wenn ihr im War-Mode seid. Hier habe ich zum Beispiel gerade in Revendress die Quest für die Ehre. Und wie funktioniert das Ganze? Ihr geht nach SW oder Ugrimmar als Hordler und macht hier unten den Kriegsmodus an. Das gehen wirklich nur in diesen beiden Städten, ist ein bisschen blöd. Okay, macht ihr an und dann geht ihr zurück nach Shadowlands und könnt sehen, wo die World-Quest ist. Ihr seht das aber nicht in Oribos, weil Blizzard bisschen komisch ist, um es jetzt noch nett auszudrücken, sondern ihr müsst in eins der 4 Gebiete fliegen mit Wormwood an, landen im Gebiet, solange ihr flieht, seht ihr es nicht, ihr müsst landen im Gebiet, ich sage mal, ihr fliegt nach, in den Adenwald, landet und dann seht ihr auf der Map, dass es vielleicht in den anderen Gebieten ist oder wenn ihr Glück habt hier und dann fliegt ihr wieder los und ins andere Gebiet. Ist saudumm gemacht von Blizzard, dass man es nicht von Oribos aussieht. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das einfach schlecht programmiert ist, aber ihr müsst quasi erst in eins der 4 Gebiete gehen, um zu sehen, um sehen zu können, in welchem Gebiet die Worldquest ab ist. Es ist immer nur eine am Start und die haben, glaube ich, eine Dauer von 6 Stunden. Heißt, innerhalb von einem Tag ist jede Worldquest mal ab, aber halt eine ist dann in der Früh, eine am Nachmittag, eine mitten in der Nacht und so weiter halt. Ne? Ich meine, der Switch ist im Moment um 8 Uhr abends, dann um 2 Uhr in der Nacht und so weiter halt. Ne? Könnt ihr euch dann selber ausrechnen. Die müssen wir quasi dann insgesamt alle 20 Mal erledigen. Da gibt es auch ein schickes Makro für. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich habe hier ein... Ich kann das mal posten. So, ich habe das jetzt hier ein paar Mal gepostet, das Makro. Das zeigt uns quasi, wie viele Versuche wir bei den einzelnen World Quests haben. Und zwar werde ich euch das auch einmal dann in die Infobox reinposten. Dann könnt ihr euch das checken. Das seht ihr nämlich hier leider nicht. Oder ihr merkt euch das halt, wie oft ihr welches gemacht habt. Ich fand es ganz praktisch, um so ein bisschen zu sehen, okay, so und so oft muss ich jetzt noch die und die World Quest machen. Gut, ich zeige euch jetzt mal noch, wo welche World Quest ist. Und zwar, die erste haben wir hier in Revendress für die Ehre, da müssen wir einfach den Balken auffüllen und ja, hier einfach so Mobs umklopfen, das ist hier oben. Dann im Adenwald haben wir die World Quest, hier oben ist die und das müsste die Samenjagd sein, genau, da müsst ihr einfach so Samen anklicken und zum Behälter bringen, das ist mit Abstand die aller schnellste. Dann Zustand des Verfalls, das ist glaube ich der Turm hier in Maldraxxus, der ist... meine, der Turm ist es, genau. Da müssen wir auch einen Balken auffüllen und einfach Mobs töten. Oder ihr könnt auch immer mit PvP-Kills die ganze Geschichte abschließen. Also ihr könnt in diesen Bereichen von den PvP-World-Quests alle Spieler angreifen. Sowohl Allianzler als auch Hordler. Also auch die eigene Fraktion könnt ihr hier umboxen und könnt auch von der eigenen Fraktion umgeboxt werden. Außer ihr seid in der Gruppe, dann sieht es anders aus. Dann könnt ihr euch nicht gegenseitig umbringen, sondern nur alle anderen, die da rumlaufen. Und das letzte ist, glaube ich, Dominanz beweisen, das hatten wir noch nicht. Und das ist in der Bastion hier unten, außenrum, hier. Und da kann man Wildtiere umboxen oder halt auch wieder die anderen Spieler. Das sind die 4 Weltquests. Übrigens, was ihr gerade vielleicht schon gesehen habt, wir bekommt immer als Belohnung 50 Ehre. Wenn ihr das 20 mal 50 ist, 1000 Ehre. Und wer jetzt mitgedacht hat, es gibt in jedem Gebiet auch noch ein Achievement, dass man 1000 Ehre verdienen muss. Wenn ihr das Achievement gemacht habt, habt ihr automatisch auch die ganzen anderen Open World PvP Achievements hier aus... hier aus Shadowlands. Das Einzige, was dann noch offen sein dürfte, ist Paktkampf. Das scheint gerade zur Aufnahme des Videos hier noch verbuggt zu sein, dass man nur seinen eigenen Covenant abgehakt bekommen kann. Eventuell wird das gefixt und wenn das Video live geht, vielleicht ist es dann auch schon gefixt. Gut, das sind die Sachen, die ich euch hier sagen kann. Muss man halt ein bisschen dranbleiben. Schwierig ist es nicht. Wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt PvP spielen. Ihr könnt auch immer die NPCs umhauen, die da rumstehen. Ihr müsst euch aber auch drauf gefasst machen, wenn ihr diese Worldquests macht im War Mode, dass ihr dementsprechend dann auch von anderen Spielern umgeboxt werden könnt und auch von der eigenen Fraktion. Wer das nicht will, für den ist das Achievement vielleicht eher nichts. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Erfolgsguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.